Hallo und schönen guten Tag. Hier ist der Christoph vom Kanal Schnorr 58 und ihr seht hier schon mal drei Messerchen liegen: mein Climber, das PSK von Böker und von Realsteel, das A130. Ich war nun heute, das soll nur als Größenvergleich dienen, ich war heute bei meinem Messermacher, habe dort mal reingesehen, was so Neues gibt, und da habe ich ein Messerchen gefunden. Und zwar ist es von Outdoor Edge aus der Survival-Serie. Ich dachte zuerst, es wäre ein Rettungsmesser, aber weit gefehlt. Es ist ein Neckknife. Und zwar nennt es sich Le Duc von Cherry Hossom Design. Guckt es euch an, Leute. Ich reime die jetzt mal weg. Hier mal, oder ich leg's mal dazwischen. Wenn ihr da was rauschen hört oder dumpfe Töne, da mäht einer wie wild den Rasen bei 35 Grad. Auch nicht ganz dicht. Jo, das soll nur mal ein Größenvergleich sein. Ich räume die jetzt mal weg. Was mir gleich von Anfang an, ich dachte, es wäre so ein Rettungsmesser mit einem Hook. Das liegt Bombe in der Hand, Leute. Das liegt wirklich super in der Hand. Ich sage euch mal gerade die Maße. Das Messer hat eine Klingenlänge von 6,5 cm, eine Gesamtlänge von 15,6 mm. Zentimeter natürlich. Die Hitze macht mich fertig. Eine Klingenbreite von 2,5 cm und eine Dicke von knapp 3 mm. Jo, ich musste das sofort mitnehmen. Ganz tolles Ding. Vom Klingenstahl weiß ich jetzt nicht. Ich nehme mal an, dass das ein 440er Stahl ist. Sehr schöne Chimpings auf dem Rücken. Der Griff ist aufgespritzt. Hat ein Lanyard Hole und es ist ein echtes Drei-Fingermesser. Ganz tolles Teil, aber der Kracher ist die Scheide. Das ist die Scheide, die wird mit Clip geliefert, der abschraubbar ist und um 360 Grad schwenkbar. Und das Messer wird gesichert durch diese Klappe. Wenn man das Messer jetzt da drin hat, würde es unweigerlich rausfallen. Wird das hier zugeklappt, zack, und nichts mehr passiert. Beim Ziehen des Messers einfach mit dem Daumen hier runter drücken, das Messer ist frei. Also es ist in meinen Augen ein ganz tolles Neckknife, da man den Gürtelclip auch abschrauben kann mit normalen Schlitzschrauben. Und man kann es am Gürtel tragen, quer, senkrecht, 45 Grad, wie man es gerne möchte. Also das ist schon eine sehr innovative Scheide. Der Verschluss, da bin ich ja hin und weg. Ganz tolles Ding. Jo. Von Outdoor Edge. Das Le Duc. Ein schönes Neckknife. Dieses Lanyard wird mitgeliefert mit einem verstellbaren, wie soll man sagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein tolles Messer, das mir sofort gefallen hat. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Das Le Duc von Outdoor Edge nach Jim Hossam Design. Jo Leute. Dann kann ich nur noch sagen, danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, denne. Tschüss.